Hallo, lieben Christian Schemmer, Vater-Produktionscoach, Diplompsychologe. Ja, heute nochmal ein Versuch auf der Zug. Jetzt hat es nämlich schon wieder geschneit. Nochmal zu fahren auf der Zugspitze, aber es war einfach so ein fucking Schneesturm, wir haben alles vereist, ey. Was ist das für ein Wetter dieses Jahr? Aber gut, es soll natürlich jetzt hier nicht unser Thema sein, sondern genau, ich habe ja wieder eine E-Mail bekommen, kannst du auch anstoßen, solche Fragen über ein Formular auf liebeschipp.de, da findest du auch meine hervorragenden Kurse und vielen Dank nochmal für die guten Bewertungen. Also hier mein Buch über Langzeitbeziehungen, also Langzeitbeziehungen sind Beziehungen, die länger gehen als nur 6 Monate oder so. Aber gut, fangen wir mal an. Heute geht's, ist eigentlich eine sehr schöne Mail von jemand, der wirklich einen großen Schritt des Weges gegangen ist, auch mit meinen Kursen und dann jetzt auf der zweiten Wegstrecke, sag ich mal, die es auch ganz schön in sich hat, nämlich, wie halte ich es denn sicher an Beziehungen aus? Das Thema ist nämlich immer, alle Leute jammern ja immer, oh, wir haben immer Narzissten zusammen oder immer mit Borderline zusammen, also diese ganzen Sprüche oder immer mit sonst was, Bad Guys, Femme Fatale und was auch immer. Und dann daten sie mal nette Menschen und dann merken sie auf einmal, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Bewusstseinsschritt, merken sie auf einmal, dass sie das schwer aushalten können, diese Nähe, die in echten Beziehungen ist, dass da vielleicht auch passive Bindungsangst ist und dass man das vielleicht sein Leben lang vermieden hat, wirklich sich ja auf einen Partner einzulassen. Das ist nicht nur immer die bösen anderen sind, die natürlich unter Umständen wirklich böse sind, kann schon sein, aber dass man es auch selber ist, der das immer wieder auswählt, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. So, lieber Christian, möchte ich auch mit diesem Schreiben Danke sagen, wie ich maßgeblich durch dich mein Leben, mein Liebeschiff, meine Einstellung grundsätzlich nachhaltig verändern konnte. Ich bin Anfang 50, habe eine erwachsene Tochter und eingeschlechte Beziehung, wenn auch meist langjährige hinter mir. Mit der längsten Beziehung war ich 16 Jahre verheiratet und daraus kam auch unsere Tochter hervor. Diese Ehe habe ich nach 4 bis 5 Mal on-off in einer gescheiterten Eheberatung. Das ist übrigens ein Mann diesmal jetzt. Die von meiner Partnerin abgebrochen wurde, beendet. Ja, on-off, wissen wir ja, keine Zukunft. Daraufhin folgte ein übelster Rosenkrieg durch die Partnerin und mir wurde diese Tochter 5 Jahre lang vorenthalten. Ja, das passiert öfter, als man denkt. Ich meine, also die Geschlechter geben sich nicht viel, ne? Männer können kacke sein, Frauen können kacke sein und muss ich auch sagen, das ist für Männer ist das einer der größten Themen, Männer, die Kinder haben, dass die Mutter Kinder manipuliert oder vorenthält, kommt echt oft vor, sollte man gar nicht meinen. Mittlerweile sehe ich nur noch die Tochter, sie ist von der Mutter geflüchtet. Nach dieser Ehe habe ich, und auch schon davor hatte ich fast nur noch furchtbare Beziehungsversuche, bei denen sich das krasse Verhalten der Frau immer mehr steigerte. Ich wurde immer mehr verarscht, konnte immer weniger vorhersehen und hatte äußerst unbeständige Partner, bei denen grundsätzlich immer ich schuld war, wenn das nicht klappte. Ja, die berühmte Schuldumkehr. Außerdem ging es mir immer sehr schlecht, wenn ich alleine war und wenige Nachrichten oder gar nichts von den Frauen kamen. Ja, deswegen ist es so wichtig, diese Neediness zu bekämpfen. Neediness zieht egoistische Partner an. Das ist irgendwie so, ne? Weil sich dann diese Gegensätze so ausgleichen, ne? Ja, haben wir ja schon in vielen Videos thematisiert. Ich dachte immer, ich bin nicht normal und kann keiner Frau mehr vertrauen, da ich mehrfach von diversen Frauen übelst betrogen wurde. Im Herbst 22 stolperte ich dann über ein Buch, warum wir uns immer in den Falschen verlieben. Es war die erste Schlüsselstelle, die mir aufzeigte, dass es verschiedene Bindungstypen gibt und ich starke Verlustangst habe. Ich habe zumindest verstanden, dass ich normal bin und mindestens 20% dasselbe Thema wie ich haben. Das alleine schützte mich aber nicht davor, mich mit Frauen einzulassen, die Schulterumkehr machen, Alkohol und Drogis konsumierten und mich behandelten wie letzter Dreck. Ja, ist letztlich auch, weil man sich selber zu wenig Selbstliebe hat, ne? Und das kriegt man ja von außen gespiegelt, ist immer bitter. Der Satz, das Universum schickte so lange noch härtere Fälle, bis du es kapiert hast, stimmt definitiv. Und zum Schluss hatte ich 2 krasse Nazis, die mich dermaßen manipulierten und mir Hans Kasperl spielten, dass ich völlig am Ende war. Ja, das ist immer dann, meistens kommt man ja auch auf meine Arbeit dann, oder bei anderen ist wahrscheinlich auch so, wenn man komplett unten aufschlägt, ne? So ist das.
Nach Schweißausbrüche hatte, zitterte und völlig verunsichert war und ohne jegliches Vertrauen in mich und mein Umfeld. Ich wusste, wenn ich jetzt nichts mache, gehe ich vor die Hunde. Eine psychologische Kur, die ich zwischenzeitlich machte, hat überhaupt nichts gebracht. Der Ansatz war dort völlig falsch. Dann kam ich über YouTube zu dir, lieber Christian. Zuerst die Videos, die schon echt gut sind, und dann habe ich mir fast all deine Kurse gekauft. So ist recht. Gerade wenn man die Pakete kauft, man, die kosten echt. Meine Kurse sind, könnt ihr gerne mal vergleichen mit anderen. Ich halte die immer wirklich relativ günstig, finde ich. Oft schon für ein paar Döner. Und ist auch ein bisschen Prioritäten setzen, vielleicht mal ein bisschen in sich investieren, ne? So, ich verinnerlichte meinen Liebeskummer abzulegen und mich nicht toxisch zu verlieben und lockerer in eine Beziehung zu gehen. Ich kann durch dich erkennen, wann Menschen mich manipulieren und es nicht gut mit mir meinen. Ich kann durch Standards und Dealbreaker ganz klar Grenzen setzen und mich so schützen. Die anderen Menschen kann ich nicht ändern, aber mich klar abgrenzen und mich von jemand anderem distanzieren, wenn er mir nicht gut tut. Das gilt für Beziehungen, Arbeitskollegen, mein Umfeld und vor allen Dingen auch für Eltern. Meine Mutter ist auch krass und wehrt sich bei jedem Treffen ab, aber sie kriegt knallhart die Grenzen. Durch das Erforschen meiner völlig falschen Ursprungsprägung und da größtenteils auch meine narzisstische Mutter, innere Kinderarbeit, auch mit Arbeitsberuf Steffi Stahl und parallel deine super Kurse, bin ich ein ganz anderer Mensch geworden. Deine Kurse arbeiten unbewusst immer mit mir weiter und täglich erlebt man Situationen, mit denen man dein Wissen in die Tat umsetzen kann. Sag ja immer, mach die Fackelkurse. Man wird jeden Tag von selber ein bisschen besser. Von selber, in Anführungsstrichen. Na, du machst schon die Arbeit, ne? Das merkt man, ja. Ich führe jetzt eine sehr gesunde Beziehung seit November. Boah, bist ja auch schon 4-5 Monate. Erwischt mich aber deutlich dabei, dass ich plötzlich ich der Bremser bin, anfangs keine Beziehung haben zu wollen, sehr viel von außen betrachte und manchmal etwas zu nüchtern und fast bindungsängstlich agiere. Ja, also ich weiß, ob wirklich alle Kurse da ist, deswegen gibt es bei mir in den zum Beispiel Module 4, 6 und 9 Bindungsangst-Module, weil eigentlich fast alle, wenn sie dann dieses Verlustängstlich abgelegt haben hier bei mir und nicht mehr immer die falschen Leute daten, dann plötzlich merken, wow, ich habe ja selber ein Bindungsthema und das kommt dann raus. Und das ist halt die zweiten 50% des Weges, ne? Die ersten 50% dieses Wegbleiben von so Toxi-Toxi-Beziehungen kommt einem erst wie so ein Riesending vor, ist dann aber, wenn man es wirklich, also wenn man die Sachen auch in meinen Kursen sklavisch umsetzt, das ist, glaube ich, jetzt eine ganz gute, du schreibst für Juli 23. Ich würde mal sagen, dass es so 2 Jahre braucht, bis man da so richtig super Ergebnisse erzielt hat. Und dann ist aber immer noch, kommt noch das Thema, wenn man dann in einer sicheren Beziehung ist, diese auszuhalten, das scheint einem leichter, ist aber auch genauso schwierig, wenn es auch viel subtiler abgeht. Das ist dann so die zweite Hälfte des Weges, sag ich mal. Aber eins nach dem anderen. Ja, du bist jetzt auch in der berühmten 6-Monats-Grenze, ne? Also 100-200-Tage-Grenze. So, ich habe einen Menschen, der von seiner Einstellung sehr gut zu mir passt, den ich schon, von dem ich lernen kann, wo er noch Grenzen setzen kann und muss und zu sich stehen soll. Wir teilen unsere Hobbys, haben tolle Freizeit zusammen. Ich kann mich blind auf meine Partnerin verlassen. Eigentlich möchte man meinen, alles prima. Ja, das ist... ja, es, aber das dauert Zeit. Das Nervensystem muss sich so umgewöhnen an eine Nicht-Drama-Beziehung, wenn man das sein ganzes Leben gekannt hat. Das sind die eigenen Baustellen dann, ne? Und da muss man sich wirklich Zeit geben, ne? Ich habe es aber in den letzten Monaten nicht geschafft, mich richtig zu verlieben. Ja, okay, jetzt, das, wie gesagt, du bist jetzt in der zweiten Hälfte. Erstmal herzlichen Glückwunsch für die erste Hälfte. Ja, vermute mal, du hast ja, guck mal, Modul 4 rein und vor allen Dingen passive Bindungsangst, Modul 9. Ich würde da jetzt auch, mein Trick, den ich immer sage, ist, sich da jemand zu nehmen, wo man weiß, man findet, das tickt sozusagen das Beuteschema optisch, dass man weiß, eigentlich gibt es da jetzt nichts zu mäkeln, und wenn man da trotzdem das nicht so fühlt, dann weiß man, boah, das ist echt meine eigene Dramasucht. Läuft ja auch noch die Drama-Challenge, da könnt ihr auch noch einsteigen. Anti-Drama-Challenge, besser gesagt. Ja, also das würde ich auch Zeit geben, es sei denn, was manchmal auch so eine Sache ist, ja, dass man zu sehr drauf geguckt hat, ist es jetzt einfach ein vernünftiger Mensch, aber es ist, das ist aber auch in meinem Buch hier viel thematisiert, wie kann man die Beziehung da mal wieder so ein bisschen anschärfen. Aber ich bin eigentlich schon der Meinung, muss ich sagen, das ist mir jetzt so ein Tacken früh. Ich bin schon der Meinung, auch mit einem bindungssicheren Partner, wenn es so richtig passt,
sollte es eigentlich so ein, zwei Jahre keine Probleme geben, so, ne? Idealerweise. Also wenn es nach 200 Tagen schon man schon das Gefühl hat, boah, so richtig habe ich mich nicht verliebt, das ist nicht ideal, das sage ich ganz ehrlich, ne? Also da hast du vielleicht doch zu sehr jemand gesucht jetzt, aber das ist ganz normal, das ist der ganz normale Weg, der vielleicht zu ruhig ist, vielleicht ist auch diese Person ein bisschen needy und ja, deswegen ist dieses Match so entscheidend, also wir wollen nicht toxische Menschen daten, aber wir wollen auch nicht Menschen daten, wo man das Gefühl hat, boah, das ist einfach, weiß nicht, die hängt zu sehr an mir oder ist einfach zu ruhig oder man muss schon versuchen, so eine Mitte zu finden, ne? Ich weiß, das ist schwierig. Also insofern, das ist ja jetzt ja nicht mehr toxisch oder so, kann man ihm natürlich Zeit geben. Und das Nervensystem muss sich auch umgewöhnen, ne? Wirklich. Und das dauert auch echt. Trotzdem ist mir das so ein bisschen früh so, ne? Es bleibt nur noch eine Frage für mich über, die ich nach wie vor nicht endgültig beantworten kann. Bin ich jetzt zu bindungsängstlich oder habe ich noch nicht den richtigen Partner gefunden? Ja, wahrscheinlich. Also, wie gesagt, ich kenne jetzt eure Beziehung nicht, aber meistens ist es beides, ne? Also, das ist eben für dich jetzt total ungewohnt und das tickt jetzt nicht diese Boxen von, boah, das kenne ich, geil, hatte ich schon als Kind, supi, richtig schön scheiße alles, geil, kenne ich, sondern das ist jetzt wie so eine neue Speise, ne? Oder wenn du immer nur Pizza, Pommes, nochmal Kilo Salz drauf gekippt und jetzt so, ah Gott, jetzt soll ich einen Salat essen, das dauert, bis man das so zu schätzen weiß. Aber ins Alte kannst du ja auch nicht zurück, von daher kann man schon dir noch ein bisschen Zeit geben, aber es könnte schon sein, dass es dann doch noch nicht so das Ideale ist, ne? Im Moment lasse ich die Beziehung einfach locker laufen, Hangout, have fun, hook up. Ja, klar, mach doch und warte auf die Erleuchtung. Ja, wie gesagt, das ist mir so ein bisschen erste Jahr hätte ich jetzt nicht so ungern, habe ich jetzt nicht so gern sowas, aber ich würde schon ein bisschen gucken, und vielleicht auch mal, da sind aber auch Tipps in meinem neuen Buch drin, Beziehung vielleicht so ein bisschen, vielleicht ein bisschen weniger sehen, nicht ganz so viel schreiben, spannende Sachen zusammen machen. Ich würde da schon noch ein bisschen reingucken, dass du nicht jemand abschießt jetzt, der eigentlich wirklich gut passt, so, ne? Dir, lieber Christian, werde ich mein Leben lang dankbar sein. Vielen Dank. Mich aus diesem Kreislauf der Hölle rausgeholt zu haben. Ja, das ist doch schon mal geschafft. Das ist schon mal super. Ich musste 50 Jahre alt werden, um durch dich zu kapieren, warum das Ganze so lange falsch lief und wie ich es nachhaltig ändern konnte. Ich danke dir von ganzem Herzen. Danke für die schöne Mail. Freue mich auch immer über Erfolgsmail. Könnt ihr mir auch gerne schicken. Ich weiß, viele, die dann in guten Beziehungen sind, klar, hat man nicht unbedingt den Drive, mir da nochmal zu schreiben, aber macht's ruhig. Und ja, mach die folgenden Kurse und wir sehen uns bei dir. Ciao, ihr Lieben.